So, hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich werde jetzt mal was versuchen, was sau schwierig ist. Deshalb bitte nicht wundern, wenn es hier und da eventuell nicht ganz so ausgereift wirkt, wie ich das potenziell gerne hätte. Nämlich, ich möchte erklären, was es mit dem Messer in der Bushcraft-Survival-Szene auf sich hat. Ja, meinetwegen auf Waldläufer-Szene. Könnt ihr nennen, wie ihr wollt. Jedenfalls die Typen, die viel im Wald rumhängen und da dann auch gerne mal was basteln und, wie man es heutzutage gerne sagt, walden gehen. Das hat sich jetzt zum Beispiel sehr eingebürgert in der Szene. Und das ist auch alles schön und gut und überhaupt nichts dran auszusetzen, selbstverständlich. Nur, diese Sache mit dem Messer, das ist schon irgendwie kurios. Für Außenstehende mag das teilweise völlig unverständlich sein, was dieser Käse mit dieser Messergeschichte eigentlich soll. Und das ist genau jetzt so ein bisschen der Ansatz, wo ich jetzt mich zu äußern möchte. Wenn man jetzt drüber nachdenkt, ist es ja eigentlich relativ blödsinnig, was für erbitterte Diskussionen über den Verwendungszweck von einem Stück Stahl, das auf irgendwo angeschliffen ist und damit eine Schneidkante oder Klopfkante oder was auch immer Kante entsprechend besitzt. Was für erbitterte Diskussionen über Sinn, Zweck und Allmächtigkeit dieses entsprechenden Werkzeugs geführt werden. Aber diese Diskussionen finden eben statt und es ist eine hoch aufgeladene, hoch emotionale Diskussion, weil manche Leute sich regelrecht in ihr entsprechendes Messerchen verlieben. Und wenn jemand dann sagt, dieses Messerchen ist nicht ganz toll, dann fühlt sich dieserjenige eben in seiner großen Liebe ein wenig gekränkt. Und da kommt es dann schon zu wirklich, wirklich erbitterten, bösen, teilweise auch wirklich bösen Diskussionen und Streit über eben die Frage, was denn jetzt nun das richtige, beste, tollste, einzig wahre oder was auch immer Messer für den Wald eben entsprechend ist. So, und ich möchte jetzt mal versuchen, das ein bisschen zu erklären, was da eigentlich los ist in dieser Szene. Eben für Außenstehende. Für Insider vielleicht ganz lustig, vielleicht möglich das eine oder andere noch beitragen, wenn ihr euch da eben entsprechend angesprochen fühlt. Und ein bisschen was wird vielleicht dem einen oder anderen, der die eine oder andere Überzeugung bezüglich Messer hat, bestimmt nicht passen. Das dürft ihr dann auch gerne in die Kommentare schreiben, weil das ist dann deswegen super interessant für die unbeteiligten Dritten, die sich mit der Messerszene eben nicht auskennen und darüber was lernen wollen. Dann sehen sie nämlich gleich live und in Farbe und Textform in den Kommentaren, wie sehr diese Diskussion schnell aus dem Ruder geraten kann. Ja? Und im Grunde redet man wirklich bloß über ein stinknormales Werkzeug. Ich weiß nicht, ob irgendwo eine heiße Diskussion über gute und schlechte Bohrmaschinen geführt wird. Oder über gute und schlechte Dosenöffner. Dieser Dosenöffner ist das einzig wahre. Kein anderer Dosenöffner ist so gut wie dieser. Ich glaube aber wirklich, es dürfte fast mit das Werkzeug, mit der erbittertsten Diskussion sein, das stinknormale, ich sag jetzt mal, Allzweck-Alltagsmesser. Ja, weil in diese Kategorie muss man sie, glaube ich, doch am ehesten reinstecken. Es ist natürlich kein spezialisiertes Küchenmesser. Es ist jetzt auch nicht unbedingt ein Filetiermesser. Und da kommen wir auch schon zu einem ganz wesentlichen Punkt, den man im Hinterkopf behalten muss. Messer gibt es inzwischen in 738 Milliarden Ausführungen. Ja, und die haben zum Teil einen bestimmten Zweck. Und das ist allein schon mit Teil eben der Diskussion, welches Messer hat jetzt nun welchen Zweck und so weiter. Natürlich ist ein Buttermesser für einen anderen Verwendungszweck hergestellt als so ein Teil hier. Das ist ein sogenanntes Survival-Messer. Ja, gerade die sind besonders mystifiziert und glorifiziert oder auch eben entsprechend belächelt und verlacht. Und ja, genau um solche Sachen soll es halt jetzt eben gehen. Das war meine etwas umständliche und ausführliche Anmoderation. Was wir jetzt jedenfalls versuchen werden, ist anhand von drei Kategorien von Messern und vorher noch mal ein ganz kleines bisschen Basiswissen Messer, mal ein bisschen Licht ins Dunkel diese geheimnisvollen Messerwelt eben zu bringen. Kein Anspruch auf Vollständigkeit, gar nicht. Und ich habe auch, wie gesagt, nur drei Kategorien. Es gibt in Wahrheit wahrscheinlich 64.000. Aber so machen wir das jetzt. Weil anders werden wir nie fertig. Das geht dann einfach nicht. Gut.
Dann mache ich noch kurz Pause zum Denken und dann legen wir los. So, also erstmal ein bisschen was Grundlegendes. Ein Messer ist klar, das hat einen Griff, das hat ein Heft, das wäre hier dieses schwarze Ding in der Mitte, das hat eine Klinge. Und wir unterscheiden jetzt im Outdoor-Bereich erstmal zwischen, also speziell eben im Outdoor-Bereich, wo man das sonst noch so tut, das ist jetzt völlig Wurst. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, als wäre der Outdoor-Bereich eben der Nabel der Welt. Ne? Und da unterscheiden wir jetzt zwischen einem feststehenden Messer, das ist so eins, das also wirklich quasi ein meistens sogar durchgehendes Stück Stahl entsprechend mit Griff ist. Ja, das führt man dann mit sich in einer entsprechenden Scheide und kann sich das dann an den Gürtel hängen, an die Ausrüstung hängen oder sonst irgendwie was mit anstellen. Sowas hier ist eben das klassische Survival-Messer, das man auch vielleicht als Rambo-Messer kennt oder sowas in der Richtung. Ein sehr glorifizierter, mystifizierter Gegenstand. Die sind schon zu was gut. Ob man die unbedingt braucht, ja, das ist halt durchaus eben was diskutiert wird. So, dann gibt es klassische Taschenmesser historischer Art. Da wäre zum Beispiel so eins hier zu nennen. Die haben oft eine Sicherung, dass sie nicht versehentlich zugehen. Und es ist halt ein Taschenmesser. Ja? Also erstmal der grundlegende Unterschied zwischen einem feststehenden Messer, das man nicht einklappen und in die Hosentasche stecken kann, und eben einem Taschenmesser, das ist meistens kleiner. Man kann es einklappen und in die Hosentasche stecken. Dadurch ist es leichter zu transportieren. Es ist generell einfach praktisch dadurch. Und ja, meistens eben ein kleineres Messer. Also das ist erstmal die grundlegende Unterscheidung. Jetzt, da geht schon los mit der großen Diskussion. Es gibt eben Leute, die meinen, für entsprechende Waldzwecke muss es ein feststehendes Messer sein, weil nur das hat die notwendige Stabilität für die krassen Dinge, die man mit dem Messer so anstellen möchte, wenn man im Wald entsprechend ist. Und es gibt diejenigen, nö, es tut auch ein stinknormales Taschenmesser, weil krasse Dinge will ich damit ja gar nicht anstellen. Also da gehen schon die Meinungen wirklich sehr stark auseinander. Das nächste, was wir unterscheiden können, ist dann nochmal eine eigene Kategorie von Messern vielleicht. Das ist so die mehr oder weniger Schweizer Armeemesser-Variante. Das ist jetzt ein mögliches, da gibt es natürlich zig verschiedene, die halt neben einer regulären Klinge, in diesem Fall ist sie einhändig zu öffnen, was rechtliche Konsequenzen nach sich zieht. Aber das Thema klammer ich jetzt einfach mal aus. Das wird sowieso irgendwer in die Kommentare schreiben. Und das ist halt ein Multifunktionswerkzeug grundsätzlich, weil es neben der regulären Klinge eben noch verschiedene andere Werkzeuge, das zum Beispiel ein Dosenöffner, wer das nicht weiß, beinhaltet. Und dabei sind auch sehr nützliche Sachen für den Waldeinsatz, wie zum Beispiel eine Säge oder ebenfalls wahnsinnig praktisch eine Ahle. Damit kann man Löcher machen. Beispielsweise in Holz, beispielsweise in, na, wirst du wohl scharf stellen, danke. In Leder, in, ja, wo man halt eben gerne entsprechend Löcher drin haben möchte. Also das ist auch eine sehr praktische Variante und es gibt auch durchaus Leute, die eben sagen, sowas, das Schweizer Multifunktionsmesser, also nach Schweizer Vorbild, ich kenne aber glaube ich keins, das nicht aus der Schweiz kommt, ehrlich gesagt. Ja, das ist also durchaus auch eine valide Option. Und ja, eben, also das klassische Klappmesser historischer Art, da wäre vielleicht noch ein Klassiker schlechthin zu nennen, das ist ein Opinel, auch hier ein bisschen angelaufen, weil wird halt benutzt, dann bleibt das nicht ganz aus. Das gibt es mehr oder weniger seit weit über 100 Jahren inzwischen, völlig unverändertes Design, völlig baugleich zu früher, also fast völlig, außer dass es jetzt eine Sicherung hat, dieser Drehringen. Ne? Wenn man den so dreht, dann kann man das Messer einklappen und wenn man ihn entsprechend so dreht, dann kann man das Messer nicht einklappen und dann kann man sich auch entsprechend nicht verletzen. Das ist also schon eine gute Sache. So, das erstmal grundsätzlicher Art zu der Art und Weise von Messern, wie sie im Outdoor-Bereich so grob üblich sind. Es gibt noch mehr, wie gesagt, keinen Anspruch auf Vollständigkeit. So, dann was Stahl angeht, zwei wesentliche Unterschiede müssen wir beim Stahl machen und da schalten sich auch die Geister. Es gibt einerseits den von den technischen Eigenschaften her oft, nicht immer, aber oft etwas besseren Kohlenstoffstahl, nennt man ihn gerne, Carbonstahl, und den
Inox-Stahl, der enthält übrigens auch Kohlenstoff, aber eben auch noch andere Zusätze, die ihn rostträge sein lassen. Heißt, dieses Messer muss man deutlich weniger pflegen als so ein Messer, weil wenn man so ein Messer nicht pflegt, dann sieht es jetzt aus, wie es aussieht. Oder hier das, da ist auch ein schönes Beispiel, das sieht dann auch schnell aus, wie es aussieht, wenn man da nicht ganz viel Zeit mit Pflegen verbringt. Und ich persönlich würde behaupten, wenn man ein Messer wirklich verwendet, wirklich verwendet und nicht gedanklich immer gleich bei seinem Messer ist und mit dem Messer nicht auch noch gleich ein Tüchlein dabei hat und ein Fläschchen Öl, um sein Messer nach jeder Verwendung sofort wieder einzuölen und so weiter, dann sehen Gebrauchsmesser halt irgendwann mal so aus, sofern sie dann eben aus einem nicht rostträgen Stahl entsprechend sind. So, rostträger Stahl ist also pflegeleicht, muss man sich nicht groß drum kümmern. Praktisch. Aber so ein Stahl hier, den kriegt man einen Hauch, das sind minimale Unterschiede, aber den kriegt man vielleicht einen Hauch schärfer. Er lässt sich etwas leichter schleifen und hält die Schärfe jetzt nicht wirklich besser, aber als Schnitzmesser sind sie einfach sehr, sehr beliebt. Und so ein Opinel, wie dieses hier aus Frankreich, die sind im Grunde primär Schnitzmesser. Also zumindest in der Anwendung, wie wir sie halt im Wald gerne verwenden. Man kann die durchaus auch zum Essen nehmen. Opinel gibt es auch in der Inox-Variante, also mit rostträgem Stahl. Also da kann man beides kaufen. Und sehr schöne, sehr preisgünstige, wirklich Klassikermesser, die man im Grunde immer dabei haben kann und meiner Meinung nach fast auch sollte. Aber ja, das sind so erstmal die grundlegenden Sachen. So. Dann hinsichtlich der Frage des Stahls, da gibt es zig Stahlsorten auf dem Markt. Wirklich wahnsinnig viele, die irgendwelche komischen aus 8, VG10 und hier zum Beispiel SK5, steht hier sogar drauf, ne? Und was weiß ich, was für komische Abkürzungen die jeweils haben. Grundsätzlich besteht ein Stahl von so einem Messer, wie wir im Outdoor-Bereich sie halt eben nun mal haben. Zunächst mal aus logischerweise Eisen. Zu ganz großen Anteilen Eisen. Dann ist ein Hauch Kohlenstoff eigentlich fast immer mit drin. Und dann haben wir noch Chrom und Molybdän und teilweise so ganz komische Sachen, von denen man noch nie was gehört hat. So. Und diese ganzen Zusätze, die in der Legierung noch drin sind, neben Eisen, führen eben dazu, dass wir irgendwo entlang einer Kurve, die von ultrahartem Stahl, ultraspröde, zu sehr weichem Stahl ultraelastisch irgendwo geht. Und irgendwo in der Mitte, da befinden sich die meisten Outdoor-Messer. Wenn man ein zu sprödes Messer im Outdoor-Bereich hätte, mit einem zu harten, im Grunde ewig scharf bleibenden Stahl im Einsatz hat, dann riskiert man halt, dass einem bei ein bisschen kräftigerer Benutzung des Messers ein Stück Klinge rausbricht. Ja? Also gerade hier vorne aus der Schneide, dass die dann schartig wird und einem da wirklich ein Stück Metall einfach rausbricht. Das kriegt man dann so schnell auch nicht mehr wieder reingeschliffen, beziehungsweise die Klinge nicht so schnell wieder glatt geschliffen. Das will man also nicht. Einen zu flexiblen, zu elastischen, also in dieser Ecke von der möglichen Skala, befindlichen Stahl wollen wir auch nicht haben, weil der ist dann wieder so weich, dass er nicht lange scharf bleibt, weil sich schlicht und ergreifend die Schneide beim Rumschneiden auf härterem Material dann einfach irgendwann umbiegt, weil der Stahl eben viel zu weich ist und dann bleibt das Messer auch nicht lange scharf. Und deswegen bewegt man sich irgendwo in der Mitte und muss einen brauchbaren Kompromiss entsprechend finden aus Schnitthaltigkeit, Härte, Elastizität und allen möglichen Eigenschaften, die so ein Stahl haben kann. Und das ist keine Zauberei, sondern wirklich, wir bewegen uns irgendwo hier in der Mitte bei guten Stählen für Outdoor-Messer. Ende. Ja? Und es ist wirklich keine Zauberei. Man kann da bestimmte Vorlieben haben, aber wie manche Leute vielleicht teilweise glauben, dass es irgendwo den magischen Superstahl gibt.
ja, der alle perfekten Eigenschaften ineinander vereint und jedem anderen Stahl in jeder technischen Hinsicht überlegen ist. Das wird verdammt schwierig, wenn überhaupt, dann kann man da eventuell mit einem Mastmesser sowas in der Hinsicht erreichen, das halt aus verschiedenen Stählen zusammengekloppt wird, vorsichtig ausgedrückt. Und damit ein bisschen, es ist unglaublich teuer und wahnsinnig schwierig herzustellen, vielleicht nochmal ein bisschen besser ist als normale Stähle aus dem normalen Spektrum. Aber da ist wirklich keine Magie und kein Feenstaub und sonst irgendwas im Spiel bei der Auswahl des entsprechend richtigen Messerstahls. Ja? Und inzwischen bin ich der Überzeugung, dass ein guter Messerstahl auch nicht sündhaft teuer sein muss, weil man ihm noch 0,001% Sternenstaub zugesetzt hat oder irgendwie 0,00007% Vanadium drin sind oder irgendwie sowas. Das macht ihn damit nicht, meiner Meinung nach, nicht automatisch so viel toller in jeder Hinsicht, dass ein Preis von, keine Ahnung, 1000 Euro aufwärts für ein Messer von diesem Format gerechtfertigt wäre. So ein Cold Steel SRK kostet derzeit sowas um die 65 Euro. Das ist, finde ich, ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. So, für die Praxis ist mir persönlich wahnsinnig wichtig, wie die Klinge grob aussieht. Und zwar, wenn wir so rum drauf gucken, ja, dann, das ist jetzt schwer scharf zu stellen, ich versuch's mal, naja, so halbwegs, dann haben wir jetzt natürlich im Grunde einen Keil, ja. Das Messer ist hier hinten relativ breit, das Messer ist vorne logischerweise sehr schmal, sonst würde es ja nicht schneiden, und dazwischen haben wir hier jetzt eben einen Bereich, der sehr breit bleibt, ne, hier hinten diesen, und ab da wird es dann eben entsprechend nach vorne hin immer spitzer. Ja? Und dieser Winkel zwischen dem breitesten Teil der Klinge und dem schmalsten Teil der Klinge, also der Schneide, dieser Winkel ist entscheidend für, ja, ich nenne es jetzt mal Klingengeometrie. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt der genaue Fachbegriff ist, der hier eine Rolle spielt. Aber je spitzer dieser Winkel ist, ja, der kann zum Beispiel zwischen 15 und 9 Grad haben, so bei den meisten Automessern, irgendwo so um diesen Dreh. Ja, dieser Winkel. Desto schärfer bzw. desto spitzer ist der Keil, der ins Material schneidet, letztendlich. Ja? Und wenn man jetzt so ein vergleichsweise brachiales Survival-Messer hierher nimmt, wie eben dieses hier, da hat man halt nun mal eine relativ fette Klinge von 4 mm hat die, glaube ich. Und das soll das Messer auch haben, damit es halt nahezu unzerstörbar ist und auch für ein bisschen gröbere Tätigkeiten hergenommen werden kann. Das finden viele Leute sehr, 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 sehr wichtig. Ja, kann man sich streiten, aber wenn man gröbere Tätigkeiten haben möchte, dann braucht man auch eine etwas dickere Klinge, weil will man sehr grobe Dinge tun mit einer sehr, sehr dünnen Klinge wie dieser hier, dann bricht einem die schlicht und ergreifend ab, wenn es dumm läuft. Ja? Und ich habe bei Messern dieser Klingenstärke zum Beispiel schon häufiger die Spitze verloren. Wenn jemand der Meinung war, das Messer irgendwo reinrammen zu wollen, geht die Spitze da ganz schnell mal ab. Aber ne, der Keil, der ins Holz getrieben wird, ist bei so einem Messer natürlich ein ganz, ganz anderer Winkel, also viel spitzer als bei so einem Messer. Und völlig unabhängig davon, ob das Messer vernünftig geschliffen ist oder nicht, haben wir damit unterschiedliches Schneidverhalten, weil wir einen unterschiedlich spitzen Winkel oder Keil in unser Material, meistens Holz, eben entsprechend reintreiben. Ja? Und das macht diese Messer grundverschieden in ihrem Schneidverhalten. Und in ihrem Anwendungsbereich schränkt es sie ein wenig ein bzw. spezialisiert sie mehr. Und das ist wichtig. So, und das zeige ich jetzt mal kurz in der Praxis. So, hier haben wir ein kleines Stückchen Hasel. Das ist ein recht sehr frisch, habe ich eben aus dem Garten geschnitten und halt jetzt mal mitgenommen. Weil da musste man sowieso mal an der Hasel rumschneiden. So, ich versuche jetzt mal mit gleichem Kraftaufwand einmal einen simplen Schnitt mit eben diesem Messer. Und ihr seht,
Das hat sich jetzt entsprechend tief ins Holz reingefressen, sitzt da jetzt auch ganz gut fest. Noch tiefer komme ich nicht rein und gerade hier kann man sehen, wir sind fast halb durch. Und das war jetzt schon mit gut Druck, aber ja, war nicht weiter schwierig, tatsächlich so weit da reinzukommen. Weiterschneiden kann ich jetzt nicht, dann wird dann irgendwann doch der Widerstand etwas zu groß. Das ist jetzt hier so das Resultat, kann man hoffentlich sehen. Das war eben der sehr spitze Keil, ja, der frisst sich tief ins Holz. Das Ding hat mit seinem deutlich weniger spitzen Winkel, also stumpferen Winkel, einfach eine andere Art und Weise, wie es da reinschneidet. Die Klinge kann so scharf angeschliffen sein, wie man möchte. Ja. Scharf bedeutet, die Schneide an sich ist möglichst eben, frei von irgendwelchen Scharten und bildet einen möglichst glatten, feine Schneidkante letztendlich. Je schadfreier, je kratzer und rissfreier die ist, desto schärfer, so gesehen, ist das Messer. So, und da ist auch schon Schluss. Ja? Also mit maximalem Kraftaufwand komme ich in dieses Ästchen nicht tiefer rein als so. Aber ich spalte schon relativ viel Holz ab, wie man sehen kann. Ja? Weil das hier einfach eine viel spaltfreudige Keilform ist, als das eben bei diesem Messer der Fall ist. So, und wenn wir jetzt einfach was schneiden wollen, ja, einfach was schnitzen wollen, einfach ins Holz tief eindringen und Material abtragen wollen, dann ist das hier de facto meiner Meinung nach absolut das bessere Messer. Das hier kann da auch zwar schneiden, ja, und um da mal weiterzumachen, man kriegt mit diesem Messer hier auch eine Spitze an den entsprechenden Stock. Ja, das geht schon. Ist nicht so, dass das nicht funktionieren würde. So, und jetzt ist er spitz zulaufend. Aber der Casus Knacus ist eben, dass das mit diesem Messer einfacher und schneller geht, weil, ich mache das mal kurz wieder stumpf, damit wir gute Ausgangsbedingungen haben. Ja. Nicht auf Kamera gucken, auf Messer gucken, sonst steigt das Verletzungsrisiko. So, Spitze ist wieder weg. Und wenn wir hier eine Spitze dran haben wollen, mit dem Messer, das so tief reinschneidet, dann machen wir 1, 2, 3, 4 und dann haben wir auch schon unsere Spitze. Und ich habe schon fast zu viel weggeschnitten, schon zu tief reingeschnitten, weil er mir hier schon zu viel, ne, entsprechend weggenommen hat. Ja, also das ist ein ganz anderes Verhalten am Holz, je nachdem, was für ein Winkel wir eben an der Klinge haben. Also so viel zum Thema der Winkel, den die Klinge eben entsprechend einnimmt. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist inzwischen für mich persönlich eine der wichtigsten Kaufentscheidungen, je nachdem, was für ein Messer man haben möchte. So, und jetzt ist halt eben Folgendes wichtig. Weil das hier jetzt tiefer ins Holz schneidet, ist das jetzt ein besseres Messer per se als dieses Ding hier. Das kann man so nicht sagen, weil man vergleicht da einfach ein bisschen Äpfel mit Birnen. Das kommt halt ein bisschen drauf an, was für Anforderungen man an sein Messer jetzt jeweils hat, beziehungsweise was man eben damit tun können möchte, ja, tun möchte oder tun können will. So. Weil, wenn man jetzt den Anspruch hat, im Wald mit einem Messer rumzurennen, mit dem man einen Baum fällen kann, dann ist das falsch. Wenn man den Anspruch hat, im Wald rumzurennen und dabei ein Messer dabei zu haben, mit dem man sich schön was schnitzen kann, dann ist das richtig. Will man sich im Wald schön was schnitzen, dann ist das zwar möglich, aber weniger gut. So, und jetzt kommen wir so langsam in den Bereich, wo man klar machen muss, was eigentlich mit diesen Survival-Messern, die ja als so ultimativ toll gelten und so weiter und so fort, was da der Vor- und der Nachteil von ist. Ein gutes Survival-Messer, meiner Meinung nach, ist ein absolutes Allround-Messer, mit dem man gefühlt alles machen kann. Ja? Ich habe zum Beispiel hier
eben ein Löchlein reingebohrt. Man kann es hoffentlich sehen, mit der Spitze von der Klinge. Stellt er natürlich wieder nicht scharf, aber man kann schon sehen, die Spitze ist durchaus relativ haltbar. Also man kann mit dieser Spitze eine gewisse Bohrbewegung entsprechend durchaus durchführen im Holze. Ne? Also das geht. Das würde ich mich nicht trauen. Also davon geht die wirklich nicht kaputt. Die ist ziemlich massiv. Mit einer super filigranen Spitze, wie sie so eine dünne Klinge hat. Ich kann euch das gar nicht zeigen, aber wenn man da ein bisschen mit rumbohrt, dann ist die Spitze auch schon ab. Das ist mir schon mehrfach passiert bei Messern dieser Kategorie. Vor allen Dingen, wenn ich sie ausgeliehen hatte an irgendjemand anders. Und es ist ein spezialisiertes Messer. Was kann man mit diesem Messer machen? Schnitzen. Man kann damit auch noch ein Brot schneiden, ein Brötchen aufschneiden, Butter verschmieren und sich sonst irgendwie sein Essen herrichten natürlich. Aber das war es dann auch mehr oder weniger. Das Ding taugt sonst für nicht viel. Mit Schnitzen an sich kriegt man zur Not irgendwann auch so ein Ding durchgeschnitzt. Ja, das geht. Man macht halt einfach Keilchen, ja, und drückt da rein, muss halt im breiten Bereich anfangen und schnitzt sich dann da mehr oder weniger durch. Und irgendwann hat man es wie der Biber seine Baumstämme durchsägt, nagt, hat man das Ding auch irgendwie durch. Macht das Sinn? Nein. Aber gehen tut es theoretisch, ja. Aber im Grunde sind das wirklich, wirklich, wirklich spezialisierte Schnitzwerkzeuge. Und weil sie nur diese eine Sache können, mehr oder weniger, können sie diese eine Sache auch wirklich, wirklich gut. Ja, und jetzt kommt halt eben eine andere Alternative noch ins Spiel, nämlich so ein Messer. Ja, das hat jetzt mehrere Funktionen im einen, auf die es sich spezialisiert hat, weil es einfach mehrere verschiedene Werkzeuge enthält. Und deswegen gibt es viele Leute, und das kann ich auch gut verstehen, die so ein Messer relativ ideal finden. Weil das hat, wo ist mein Stöckchen? Stöckchen? Mist, Stöckchen ist weg. Das hat jetzt erstens mal eine Klinge, die eben von ihrem Anschliff her auch sehr gut entsprechend mit vier Schnitten wieder die entsprechende Spitze hinbekommt. Ja, also es ist dünn, es schneidet entsprechend tief ins Holz. Außerdem, jetzt speziell dieses hier, hat vorne noch einen Wellenschliff an der Klinge. Der ist dann praktisch, wenn man Brötchen tatsächlich aufschneiden möchte oder ja frühstücken, was auch immer, ein Stück Seil durchschneiden, gibt Anwendungsbereich. Ich persönlich bin kein großer Fan von dem Wellenschliff bei Outdoor-Messern, aber es gibt eben auch einen Flachschliff dahinter, hier in eben entsprechend diesem Bereich, wo wir den Wellenschliff nicht haben. Das ist sehr vielseitig einsetzbar und jetzt haben wir eben den Vorteil, wir haben also eine Klinge, mit der wir schön schnitzen können. Und anders als bei so einem Messer, wo nach einer Klinge, mit der man schön schnitzen kann, auch schon Schluss ist, haben wir halt auch noch eine Säge immer dabei. Und wir haben einen Flaschenöffner und einen Dosenöffner und einen Schraubenzieher und eine Ahle. Wir können mit der Spitze von dem Messer kein Loch bohren, wir haben aber eine Ahle. Und mit einer Ahle, ein spezialisiertes Werkzeug zum Loch bohren, können wir sogar noch ein bisschen besser ein Loch bohren, als wir das zum Beispiel mit der Spitze von unserem Survival-Messer entsprechen können. Deswegen gibt es Leute in der Messerwelt, die sagen, das beste Survival-Messer ist sowas, weil man da ganz viele verschiedene spezialisierte Werkzeuge dabei hat für ihren jeweiligen Einsatzzweck. Gerade eine Säge kann extrem hilfreich sein. Gut, es ist eine kleine Säge. Aber nichtsdestotrotz, selbst mit dieser kleinen Säge habe ich diesen Ast schneller durchgesägt, als ich ihn mit dem Messer hier durchhauen kann. Ja, wobei, okay, nimmt sich nicht viel. Nimmt sich ehrlich gesagt nicht viel. Aber wenn die Säge etwas größer wäre oder wenn man gar eine richtige Säge dabei hat, ist eine Säge ein hochspezialisiertes Spezialwerkzeug, das natürlich viel schneller durch einen Ast durchgeht, als das jedes Messer ansatzweise, auch nur ansatzweise kann. Die Idee beim Survival-Messer ist allerdings, dass man möchte ein Werkzeug zur Verfügung stellen, das eben universell für so ziemlich alles, was draußen irgendwie anfallen kann, herhalten soll. Ja? Und Universalität kostet nun mal Spezialisierung. Dafür, mit dem Ding kann man Holz spalten, wenn man das möchte. Das ist eine andere Frage, ob man das möchte. Mit dem Ding kann man das nicht. Man kann sich mit dem Ding Keile schnitzen und mit den Keilen dann möglicherweise Holz spalten. Sagen auch viele Leute, das geht dann auch und deswegen reicht das dann auch für Survival-Zwecke.
kann man sich jetzt eben wunderbar streiten. Ihr seht, ne, jede Menge Streitpotenzial vorhanden. Aber mit dem Ding kann man halt wirklich auch Holz spalten. Man kann mit dem Teil auch vernünftig hacken. Einfach, weil es auch ein bisschen schwer ist, recht lang ist. Und wenn du dann damit hackst, hast du schon eine gewisse Hackwirkung. Ich zeige das gleich vor. Und das geht einfach mit den anderen Messern jeweils nicht. Und diesen Status als das eine Werkzeug, das man dabei haben kann, mit dem man alles machen kann, den erreicht man eben tatsächlich nur sehr schwer mit so einem Ding. Und da kommt dann eben doch so ein Survival-Messer ins Spiel. Ist es besser, ein Schnitzmesser dabei zu haben? Eine Säge, und ich habe jetzt keins da, und eine Axt oder ein Beil, je nachdem. Ja, natürlich ist das besser, weil dann hat man drei spezialisierte Werkzeuge und dann kann man die jeweiligen Sachen, für die das jeweilige Werkzeug gedacht ist, mit dem jeweiligen Werkzeug machen. Dieses Ding, das nix so richtig kann, das spaltet nicht so gut wie eine Axt, das sägt bei weitem nicht so gut wie eine Säge, es sägt nämlich gar nicht, und es schneidet nicht so gut wie ein Schnitzmesser, beziehungsweise ein Messer, das wirklich zum Schneiden ausgelegt ist, aber es ist ein Ding, das man dabei haben kann, ja, und mit dem man dann theoretisch, vorausgesetzt man weiß, wie es geht, alles machen kann. Und das ist jetzt eben die große philosophische Frage, was will man da haben? Und deswegen heißen die ja auch Survival-Messer, so in dem Sinne von, wenn du mit einem Teil oder wenn du eine Sache mit dir führen kannst, ja, mit der du jederzeit überleben kannst, dann sollte es, nach Meinung der Hersteller mit Sicherheit, so ein Messer entsprechend sein. Oder so eins. Vielleicht auch so eins möglicherweise, ja. Aber da kann man sich, also Holz spalten kann man mit dem Ding immer noch nicht. Es hat zwar jetzt eine Säge, aber halt nichts zum Spalten. Also da kann man sich jetzt kloppen, was einem lieber ist. Gerade auch das Spalten von Holz mit solchen Messern, die dafür auch ausgelegt sind. Und da kommt jetzt übrigens noch die Fraktion der Leute ins Spiel, die sich immer echauffieren. Das ist ein Messer, das ist zum Schneiden, das ist nicht zum Hacken oder Spalten oder sonst was. Das ist ein Schneidwerkzeug. Jeder, der mit seinem Messer was anderes macht, als zu schneiden, der ist böse und ein furchtbar schlechter Mensch. Wenn man ein Werkzeug bestimmungsgemäß verwenden soll, dann ist Spalten, Hacken und sonst was mit anstellen durchaus bestimmungsgemäße Verwendung von diesem Teil, weil dafür ist das konstruiert. Wenn ich das mit so einem Messer mache, dann ist es tatsächlich ganz bestimmt nicht bestimmungsgemäße Verwendung. Aber mit dem Ding doch schon. Ja? Und deswegen, es kommt ja darauf an, mit welchem Messer man unbedingt der Meinung ist, Holz spalten zu wollen. Mit so einem Teil, das ist dafür gemacht. Ich weiß nicht, warum das jetzt ethisch-moralisch falsch ist, wenn man damit dann wirklich auch Holz spaltet. Aber das ist wirklich eine erbittert geführte Diskussion. Ganz, ganz, ganz erbittert. Faszinierend eigentlich. In Anbetracht dessen, dass ja eigentlich auch wieder klar sein sollte, wenn du für 65 Euro so ein Teil gekauft hast, ja, dann kannst du damit tun, was du lustig bist. Dann kannst du es auch irgendwo in den Wald schmeißen und hoffentlich irgendwann mal wiederfinden, weil das ist deins, ja. Also du solltest vielleicht damit tun, was du lustig bist, noch im Hinterkopf behalten, dass dabei niemand anders zu Schaden kommen sollte. Insbesondere, da wir von einem potenziell nicht ganz ungefährlichen Gegenstand sprechen. Aber davon mal abgesehen, was geht's andere Leute an, was ich mit meinem Messer anstelle? Ja, solange dabei niemand zu Schaden kommt. Das ist auch so ein Thema. Ich gehe mal das Messer holen. So, nämlich das leidige Thema Holz spalten. Ja, wenn man also Holz spalten möchte, zum Beispiel dieses Ding jetzt hier, ja, habe ich mir jetzt gerade extra zurechtgesägt, dann gibt es nämlich eine Sache, die man im Hinterkopf behalten sollte. Will man im Wald irgendwelches Holz spalten, das liegt im Regelfall, wenn jetzt nicht gerade irgendwo entsprechend Forstwirtschaft zugange war, weshalb hier relativ gut Holz rumliegt, das man für solche Zwecke verwenden könnte, dann hat man kein Holz, das entsprechend eine schöne Form zum Spalten hat. Und wenn man keine Säge hat, dann muss man versuchen, irgendein längeres Stück Holz tatsächlich in der Mitte durchzukloppen in irgendeiner Form oder halt durchzubrechen, je nachdem, was das für ein Holz halt sein soll. Wenn es aber wirklich was Massiveres ist, wenn man wirklich sagt, man kann einen Baum fällen oder man möchte noch gut erhaltenes, noch nicht eben vergammeltes Holz haben, um irgendwas zu machen, wo man Stabilität im Holz halt eben entsprechend gerne haben will,
dann ist das ein Thema. Ja? Und wenn du keine Säge dabei hast, dann kannst du mit so einem Messerchen dieses Ding bestimmt nicht durchkriegen, beziehungsweise nur mit enormem Zeitaufwand. Das macht überhaupt keinen Spaß. Ja? Aber eben, ich hatte gerade leider eine kleine Begegnung der ameisigen Art und jetzt tut mein Bein ein wenig brennen. Ne? Ameisensäure ist doch immer sehr effizient, was die so drauf haben, die kleinen Viecher. Jedenfalls, aber mit so einem Messer kriegt man dieses Teil theoretisch schon durch. Aber ist das toll? Macht das Spaß? Geht das schnell? Nein! Das muss man wirklich im Hinterkopf behalten. So, aber jetzt nochmal zurück zum Holzspalten. Mit diesem Messer, wenn ich das jetzt hier ansetze, ja, und tatsächlich der Meinung bin, jetzt mit diesem Prügel, dieses Messerchen durch dieses Holz prügeln zu wollen, dann ist die Chance, dass mir dabei das Messer kaputt geht, tatsächlich exorbitant hoch. Macht keinen Sinn, weil Holzspalten ohnehin kann man mal machen. Ob das wirklich notwendig ist, ja, dass man jetzt unbedingt gespaltenes Holz braucht, das kann man bezweifeln. Aber ich mache das auch nicht so oft, eben weil ich diese Technik nicht besonders hilfreich und unbedingt notwendig finde. Es macht schon Spaß und deswegen mache ich es auch hin und wieder. Aber ne, im Grunde brauchst du eben entsprechend ein brachialeres Messer, das das mitmacht. Da gehört eben dieses in diese Kategorie. Ja. Das ist übrigens ein Cold Steel SRK, wer es noch nicht mitbekommen hat. Und dann klopft man halt in Gottes Namen auf dem Klingenrücken rum. Und jetzt gibt es viele Leute, die sich wahnsinnig viel Mühe machen, um darauf hinzuweisen, dass das Messer mindestens so und so viel überstehen muss, damit man es überhaupt zum Spalten eines so und so dicken Holzes nehmen kann, bla und so weiter. Keine Ahnung. Ja, ich spalte nie dicke Sachen und bisher hatten dann entsprechend Messer wie dieses mir immer gereicht. Dazu kann ich also schlicht und ergreifend nichts sagen, da habe ich keine Erfahrungswerte. Für das Teil hier jedenfalls ist das Messer dick genug. Lang genug und ja, und dann setzt man das da drauf und dann kloppt man ein paar Mal hier drauf und dann kann man ein bisschen vorne drauf kloppen und dann kann man ein bisschen hinten drauf kloppen, wenn das dann notwendig ist. Was man tun sollte, wäre halt eben versuchen zu vermeiden, dass man die Klinge dann irgendwann so durchdrückt oder so, sondern schon immer schön waagerecht. Ne? Buff. So, und jetzt haben wir gespaltenes Holz. Und war das jetzt schwierig? Nein. Ist jetzt mein Messer kaputt? Auch nicht. Besteht ein gewisses Risiko dabei, das Messer kaputt zu machen? Ja, das ist eben die Frage, die so intensiv diskutiert wird. Manche Leute sagen, ja, das ist total realistisch, dass man dabei sein Messer kaputt macht. Das wird da stumpf, das kann einem die Klinge ausbrechen. Das sind enorme Kräfte, die da auf das Messer wirken. Das macht das, der Stahl nicht mit. Aber da das Messer ja genau für sowas gemacht ist, bin ich ja persönlich schon der Meinung, dass das jetzt nicht weiter dramatisch eigentlich sein sollte für das entsprechende Messer. So, und jetzt habe ich hier halt Scheitholz. Damit könnte ich jetzt beispielsweise natürlich besser ein Feuerchen ankriegen, als wenn ich nicht Scheitholz habe. Andererseits kann ich, wie ich das ja auch schon in anderen Videos demonstriert habe, erst jüngst, auch ohne Scheitholz ein Feuerle machen, mit Ästchen, Zweigchen. Und dann brauche ich überhaupt kein Messer im Übrigen. Ja? Also das geht auch. Aber ist das lustig, dass man Holz spalten kann mit dem Messer? Ja, das ist lustig und das macht auch Spaß. Und viele Leute finden das eben eine unglaublich wichtige Technik, für den Fall, dass irgendwie die Survival-Situation, welche immer das sein mag, eintrifft und man dann halt irgendwie aus irgendwelchen Gründen Holz spalten muss, damit man an das trockene Kernholz kommt. So, und wenn ich jetzt ein regulärer Messer-Reviewer wäre, dann würde ich jetzt darauf hinweisen, dass man dann mit dem trockenen Kernholz sogenannte Feathersticks machen kann mit dem Messer. Sprich, man schabt da jetzt irgendwie dran entlang, dass so kleine... Okay, so kriege ich das überhaupt nicht hin. Ich mache das auch nie. Ich brauche diese Technik nicht. Ich kann trotzdem Feuer machen. Ja, aber dann kriegt man da so kleine Löckchen. Da seht ihr, ein Löckchen. Ein kleines. Ja. Und es gibt tatsächlich auch Kanäle, die die Fähigkeit eines Messers
ja solche Löckchen zu machen, dafür entsprechend Punkte vergeben. Also Feversticking, 7 von 10 Punkte für dieses Messer. Ja, das andere Messer kann das besser. Und das ist eine Mystifizierung und ein Level von hä, wo ich es nicht mehr ganz nachvollziehen kann. Also das ist, teilweise wird da ein Hexenwerk draus gemacht. Ein Messer ist ein Stück Metall, das eine angeschliffene Kante hat. Ja, es ist ein praktisches Werkzeug, natürlich ist es ein praktisches Werkzeug, aber ja. So, und jetzt kommt noch erschwerend dazu, wenn man halt ein so schweres Messer hat wie dieses hier, dann kann man damit eben auch hacken, um Holz zu bearbeiten. Und das hier lag hier schon eine Weile rum. Das ist entsprechend wirklich schon gut abgelagert. Und gut abgelagertes Holz hat die magische Eigenschaft, dass es erheblich schwerer zu bearbeiten ist mit Werkzeugen aller Art. Als das eben bei noch frischem Holz der Fall ist. Und wenn ich hier jetzt fröhlich dran rumhacke, auch das ist eine Tätigkeit, die ich nicht oft mache, da traue ich mich auch durchaus, das zuzugeben. Und irgendwer würde in die Kommentare schreiben, ja, wenn man Profi-Hacker ist, dann geht das viel besser. Ja, ich bin nicht Profi-Hacker, weil ich muss nicht rumhacken im Wald, ja, normalerweise. Aber ihr seht, es geht, dass man jetzt mit Hacken hier auch entsprechend Holz abtragen kann. Aber weshalb ich jetzt in der Praxis auf so einem Stück Holz hier rumhacken sollte, zieht sich völlig meiner Kenntnis. Was anderes ist es, und das ist jetzt durchaus praxisrelevanter, wenn ich mir irgendwie einen frischen Stock geschnitten habe und möchte aus irgendwelchen Gründen diesen jetzt ablängen. Und jetzt ist der so dünn, dass man ihn natürlich mit so einem Messer relativ problemlos mit 2 und spätestens mit 3 Schnitten auch schon durch hat. Ja? Oder man hat halt entsprechend so ein Messer, dann muss man länger dran rumschnitzen. So. Dafür kann man dann da auch entsprechend reinhacken und das Messer bohrt sich schon recht tief ins Holz. Ja? Und ja, das. Bumm, jetzt ist er durch. Fliegt natürlich in alle Richtungen, logisch. Also, ob das jetzt hilfreich ist, das ist nochmal eine andere Frage. Aber gehen tut das. Ja, und so, also der Fairness halber muss man ja schon sagen, wenn das jetzt dickeres Holz wäre und gerade bei recht frischem Holz, sei das jetzt frisch im Wald liegend oder frisch irgendwo abgeschnitten, geht diese Hackerei mit einem schwereren Messer möglicherweise schon flotter, um entsprechend den Ast durchzubekommen, würde ich in den meisten Fällen schon sagen, dass das schneller geht. Ja? Gerade wenn man sich dann noch ein bisschen mehr Mühe gibt, ein bisschen dynamischer hinhockt, als ich das hier jetzt tue und das auch häufiger macht. Aber es bleibt die Frage, ob man das braucht. Ja, diese Hackerei kann auch hilfreich sein, wenn man einen Ast hat und den eben entsprechend entasten will. Und dafür nehme ich jetzt einen etwas größeren. Über da. Flupp. Ja, so entasten, nachdem man sich einen Wanderstock zum Beispiel schnitzen möchte, gerade mal, wenn man gerade keinen Stock dabei hat. Da ist so ein Messer dann schon sehr hilfreich, weil dann kann man das hier so machen. Und das geht wiederum wirklich schneller und das ist eine Arbeitserleichterung, als wenn man das mit einem Schnitzmesserchen macht. Weil so, das ist schon wirklich, wirklich sehr praktisch. Und das ist dann auch eine Anwendung, wo ich sage, da ist so ein Haumesser, so halbes Haumesser. Es ist ja auch noch keine Machete, ja. Eine Machete wäre ja dann nochmal ein spezialisiertes Werkzeug auf so eine Arbeit. Aber unser Universal-Survival-Messer kann halt auch sowas. Das kann halt alles ein bisschen. Nicht so gut wie die Machete, schneidet nicht so gut wie das Schnitzmesser, es hackt nicht so gut wie die Axt, aber es kann das alles mindestens entsprechend ein bisschen. Ja? Das ist schon ein Thema. Hätte ich jetzt entasten wollen, mit diesem Messerchen hier, ja, und klar kann man jetzt auch einen größeren Ast zum Entasten nehmen, aber ich will ja nicht mehr lebend Holz ernten als unbedingt zu Demonstrationszwecken nötig, dann geht das auch, dann muss man halt jeden Ast einzeln schnitz
Geht auch. Geht ein Hauch langsamer. Ist jetzt nicht, macht weniger Spaß. Ne? Ist aber schon auch, gerade wenn man sich beeilt, dann geht das auch einfach gerade bei so dünnen Ästchen. Wenn die jetzt dicker wären, dann hätten wir wieder einen Vorteil beim halben Haumesser. Ja, je nachdem. Und jetzt kann ich halt das nicht da hinlegen und durchkloppen. Dann kann ich lange kloppen, da passiert nichts. Das wiegt nichts. Das hat ja auch keine schwere Klinge. Aber ich kann jederzeit diesen hier machen. Ja, so. Vielleicht sollte man jetzt noch erwähnen, das Ding, ich weiß nicht, was das kostet, habe ich geschenkt bekommen. Aber sehr vergleichbar. Ein Opinel, die kosten 12, 15 Euro, sowas um den Dreh. Keine Ahnung, was sie gerade aktuell jetzt genau kosten, aber sowas um den Dreh. So ein Teil, und das ist ein günstiges, 65. Ja, und die sind, das ist wirklich vergleichsweise preiswert für das, was es kann. Dann ist ja noch das Thema Holzquerspalten. Ja? Dafür brauche ich jetzt erstmal ein geeignetes Holz. Gehe ich mal holen. Planänderung, ich gehe nicht holen. Ich gehe mal demonstrieren. Ja? Angenommen, ich wollte jetzt diesen Ast hier haben. Ja, und hätte keine Säge. Ja, weil ich im Wald bin, survivalmäßig, nur mit diesem Messer. Dann habe ich jetzt zwei Möglichkeiten, wenn ich diesen Ast hier abhaben möchte. Tatsächlich kann ich den jetzt irgendwie nicht brechen. Beziehungsweise es wäre mit einem gewissen Verletzungsrisiko verbunden, wenn ich mich jetzt hier draufstelle und hüpfe und hoffe, dass er dann eben entsprechend abbricht. Ich kann hier jetzt natürlich wirklich so axtmäßig drauf rumklopfen und mich da so mehr oder weniger wirklich langsam, aber sicher durcharbeiten, bis dann langsam hier jetzt ein bisschen Späne fliegen. Jetzt kann man ja auch sagen, ja, du bist ja auch blöd, was nimmst du auch Eiche? Aber ich möchte einfach nur mal zeigen, angenommen man hätte nur Eiche, wie mühsam das eigentlich ist. Weil das ist, wie gesagt, schon trockenes Holz. Wäre das Holz nicht trocken, ja, wäre das frisch, dann ginge das auch erheblich besser und dann geht das auch einigermaßen. Aber jetzt haben wir halt eben trockenes Holz. Und ich klopfe mich hier wirklich dumm und dappig auf die Dauer, bis ich da dann irgendwann mal durch bin. Das geht zwar, ja, und irgendwann ist man auch durch. Und gerade wenn man dann noch den Winkel, mit dem man arbeitet, mal ein bisschen anpasst zwischendurch, ja, dann so ein bisschen seitlich hier rangeht, da trägt man schon. Material ab. Das ist nicht so, dass das gar nicht funktioniert. Ja, aber was man auch machen kann, ist querbetonieren. So, zeige ich mal kurz. So. Sprich, ich mache jetzt das gleiche wie beim Spalten, nur halt jetzt eben beim liegenden Holz. Und das ist erheblich einfacher und mit der Technik kriegt man dann auch in halbwegs brauchbarer Zeit hier was kaputt, ne? So, funktioniert also, kann man machen. Zum Vergleich, das spezialisierte Werkzeug, das für sowas gedacht ist, Survival, ist halt für einen Außenstehenden wahrscheinlich schon ein kleines bisschen lächerlich, ja, dass man sich diese Mühe mit der Klopferei macht. So, jetzt mal noch eine Reihe von Anmerkungen. Ist das Messer jetzt kaputt? Nein, das Messer ist jetzt nicht kaputt. Ist das
ist das Messer jetzt völlig stumpf? Nein, das Messer ist jetzt nicht völlig stumpf. Wenn ich das dreimal mache, ist das Messer dann völlig stumpf? Möglicherweise. Das ist natürlich eine Mordsbelastung für die Klinge. In den entsprechenden Kreisen gelten Messer, die sowas können, als eben das einzig wahre Messer, weil aus irgendwelchen Gründen, ehrlich gesagt kann ich das nicht ganz nachvollziehen, scheinbar zu einem Survival-Situation irgendwie dazugehört, dass man unbedingt solche Äste wie den da hinten kleinkloppen können muss. Wozu das gut ist, da bin ich ganz ehrlich überfragt. Also, wer mir das bitte gerne beantworten möchte in den Kommentaren, der kann das gerne tun. Ist eine Säge 10.000 Mal besser? Natürlich. Ja, gar keine Frage. Hat man eine Säge, wenn die Survival-Situation eintrifft? Dabei sehr unwahrscheinlich. Aber mal ehrlich, und jetzt müssen wir doch noch mal kurz darauf zu sprechen kommen, wie dieses Messer eigentlich aussieht. Ja, das steckt hier in einer schwarzen taktischen Scheide. Fühle ich mich cool, wenn ich damit am Gürtel durch die Landschaft renne? Ja. Ganz ehrlich, ja. Macht das Freude? Ja. Bin ich froh, dass ich dieses Messer habe? Ja. Ist ein schönes Spielzeug. Aber werde ich, wenn irgendeine krasse Notsituation spontan über mich kommt, zufällig mit diesem Messer am Gürtel durch die Landschaft rennen? Nein. Mit Sicherheit, sagen wir mal mit 99%iger Wahrscheinlichkeit, nein. Habe ich stattdessen sowas im Hosensack? Ja. Ja, die Chancen, dass das der Fall sind, ist sehr, 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 sehr gut. Kann ich dann so einen Stamm irgendwie kleinkriegen? Nee. Muss ich mir dann irgendwie ohne so einen Stamm kleinkriegen zu können helfen? Ja. Und kann ich Holz spalten? Nur indem ich mir einen Keil schnitze und mir dann ein Stück Holz suche, das ohnehin schon entsprechende Spalten hat, so wie der hier. Und dann kann man in diese Spalten einen Keil reinhämmern, auch mit einem Stock. Und dann spaltet sich das auch mit ganz viel Mühe. Und das müsste ich auch üben. Ja? Ich weiß, wie das in der Theorie funktioniert. Ich habe es einmal gemacht. So nach dem Motto, geht das? Ja, geht. Könntest du deinen Notfall eventuell hinkriegen? Ja. Würde es lange dauern? Ja, gut, das akzeptierst du. Das musst du jetzt nicht jeden Tag dreimal machen, damit im Zweifel du der Spaltmeister bist. Ja, und da sind die Unterschiede halt eben, ne? Da gibt es Leute, die finden das wirklich wichtig, dass sie das auch aus dem FF beherrschen und das auch trainieren. Und es gibt Leute, denen reicht es, wenn sie es grob können, wie man auch da hinten eben beim Ast abhacken entsprechend gesehen hat. Habe ich das mit unglaublicher Anmut und Grazie eines desjenigen, der das schon 10.000 Mal gemacht hat, gemacht? Nö. Wie oft habe ich das schon gemacht? Ja, vielleicht 10 Mal oder sowas. Ja, höchstens. Und über größere Zeiträume entsprechend verteilt. Und auch mit verschiedenen Messern. Und ja, die Idee, dass man mit einem Werkzeug wirklich alles machen kann, das Werkzeug dabei auch noch unkaputtbar ist und auch noch cool. Und vielleicht spielt auch noch eine Rolle, also das spielt bestimmt eine Rolle, auch wenn das keiner ausspricht, dass das selbstverständlich einem auch irgendwie das Gefühl gibt, krass bewaffnet zu sein. Ja? Zu welchen Bär auch immer man damit abmurksen möchte. Ja? Aber spielt das auch eine Rolle bei uns Männern? Ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch eine Rolle spielt. Ja? Inzwischen ist es waffenrechtlich auch teilweise ein wenig bedenklicher geworden. Ja, das ist nämlich jetzt noch der knackende Punkt. Ne? Rechtliches spielt bei solchen Teilen natürlich auch eine Rolle. Die sind völlig unbedenklich. Ja, man sollte damit jetzt nicht unbedingt in Schulhöfen und Kindergärten und so weiter und so fort unterwegs sein. Da gab es jetzt eine Waffenrechtsreform, die eben die Einrichtung von Waffenverbotszonen deutlich verleichtert. Das heißt, eine Stadt kann ganz schnell sagen, hier ist jetzt Waffenverbotszone, da darfst du jetzt keine nennenswerte Klinge mehr mit dir führen. Aber ansonsten gilt immer noch der 42a, der berühmte, heißt der so? Oder ist es 39a? 41a? Ich krieg's gerade gar nicht mehr zusammen. Könnte auch 49, scheißegal. Jedenfalls dieser olle Paragraph, der besagt, dass man nur Messer, feststehende Messer bis zu einer Klingenlänge von 12 cm führen darf. Das Ding hat 15, irgendwas, ist also drüber. Und keine einhändig zu öffnenden Messer, so wie zum Beispiel dieses hier, ja. Weil die sind jeweils besonders gefährlich. Macht das Sinn? Nein. Ist aber trotzdem entsprechend Gesetz und ist doof und geht uns auf den Keks der Messer-Community.
man braucht einen guten Grund, wenn man dann trotzdem mit sowas rumrennen möchte. Ich bin der Meinung, dass ich in den allermeisten Fällen mir irgendwas ausdenken kann, was da schon irgendwie zutrifft, sei es Berufsausübung oder sonst irgendwas. Ja, aber ja. Jedenfalls die ganze Zeit mit so einem brachialen Messer durch die Landschaft zu rennen und das dann auch noch am Gürtel hängen zu haben, ja, das ist einfach nicht das Auftreten in der Öffentlichkeit, das ich mir wünschen würde von anderen Leuten, und auch nicht das Auftreten der Öffentlichkeit, das ich selbst an den Tag legen will. Ja, da mag es Leute geben, die da anders ticken, das weiß ich, weil sie schreiben Kommentare, aber für mich persönlich ist das so ein bisschen, ja, ich weiß nicht so genau. Jetzt ist das hier ja ein Survival-Messer, das noch halbwegs preiswert ist. Ich finde, 65 Euro ist für dieses wirklich auch stabile, und da hat man was von dem Spielzeug. Ja, da hat man wirklich lange, lange Spaß mit dem entsprechenden Spielzeugchen. Kann man schon viel, viel entsprechend mitmachen. Aber ob man jetzt für so einen Teil wirklich auch ein paar hundert Euro ausgeben muss, dadurch, dass es dann aus irgendeinem angeblich viel besseren Stahl ist, der fünfmal draufhauen länger scharf bleibt und nicht sich über 17 Generationen, sondern über 18 Generationen vererben lässt, ob das dann halt eben 350 Euro mehr wert ist, das weiß ich nicht. Das muss dann der jeweilige, der dann tatsächlich darüber nachdenkt, sich sowas zu kaufen, entsprechend wissen. Kurz zum Cold Steel SRK, das ist wirklich ein recht beliebtes Ding. Es gibt zwar Leute, die sagen, es gibt Besseres in der Preisklasse, aber das ist ohnehin immer die Frage, besser. Was ist besser? Der Stahl ist nicht billig, ganz und gar nicht. Der tut schon, was er soll. Der bleibt auch recht lange scharf. Das Ding ist halt schwarz angemalt, damit es nicht so sehr rostet. Theoretisch rostet das Teil nämlich schon. Da ich an dem Messer wirklich keinen Rost haben möchte, wäre es mir wichtig, dass ich das auch halbwegs pfleglich behandle. Und deswegen wird es dann nachher nach Verwendung noch ein wenig ballistolisiert. Das ist so ein Sprühfläschlein hier. Ne? Kann man sich da gerade so ein Kleckschen drauf machen und mit dem Finger verreiben, weil das Tool ist relativ ungiftig. Das reicht dann auch schon. Ja? Die Liebe und die Mystifizierung von Messern, ich glaube, das muss wirklich so ein Männerding sein. Also, falls ihr zufällig kein Mann seid, werdet ihr das wahrscheinlich auch nicht so richtig verstehen. Und ach, es ist... Es kommt einfach von Herzen. Der eine oder andere kann es nachvollziehen. Wer es nicht nachvollziehen kann, herzlichen Glückwunsch. Vernünftiges Wesen. Und für alle anderen war es das jetzt aber auch. Und ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Und ja, das war jetzt halt mein Plauderstündchen zu Sinn und Unsinn. Im Grunde von Messern im Outdoor-Bereich, Survival-Messern. Tschüss. Dankeschön fürs Zuschauen.